So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Let's play The Legend of Zelda: The Minish Cap. Ja, was haben wir letztens gemacht? Wir haben, ja, wie soll ich sagen, eigentlich nichts Großes. Nein, doch eher schon so ein bisschen Großes, aber. Und ich merke gerade, dass ich meine Starttaste. Ups. Ich glaube, ich habe meine Starttaste falsch eingestellt. Leute, wir sehen uns gleich. So, das Problem haben wir jetzt auch beseitigt. Also A und B, genau. Perfekt. Ja, was haben wir letzten Part gemacht? Also, ich glaube jetzt eher nichts. Könnte ich jetzt mal bitte wieder. Start. Wieso geht die Starttaste nicht? Ich bin so traurig. So, jetzt aber, Leute. Naja, so normal sollte ich das jetzt rausschneiden, aber dazu habe ich keine Lust. Also machen wir gleich mal weiter. Wir sind jetzt nämlich im Friedhof. Oh Gott. Ah. Ah, geh weg, Nebulak. Okay, du bist kein Nebulak, aber jedenfalls machst du das gleiche wie Andy. Oh Gott, Leute, ich muss lernen, wie man gegen diese Viecher kämpft. Kann man sie abschießen? Ja, kann man anscheinend. Aber. Alle meine Fallen jetzt daran. Okay, Leute. Ich glaube, ich laufe da einfach bloß durch. Sonst. Sonst. Ah! Ah, ein Rabe! Sonst habe ich dort noch zu viel Aufwand, die alle zu killen. Und hier sind überall Raben, die mich töten wollen. Ich bin so traurig. Oh, hier brauche ich erstmal meine Lampe. Ja, und ich werde gleich von so einem Mob begrüßt. Kann ich eigentlich auch mit einem Schwert schlagen? Kann man anscheinend. Kriegen tue ich aber nichts von dem, was ist denn hier oben. Okay, dann gehe ich nach hoch. Hä? Oben. Hä? Okay, jetzt muss ich das erstmal checken. Aua, jetzt hat aber ich auf mich zu schlagen. Okay. Dort steht oben. Anscheinend muss ich nach oben, oder? Schauen wir mal. Ah, hier ist noch ein Schild versteckt. Dass ich natürlich gleich mal zerschneide. Okay, gehen wir einfach mal nach rechts. Vielleicht habe ich ja Glück gehabt und ich habe es richtig gelegen. Und nein, habe ich anscheinend nicht. Ah, Gott. Okay, hier weiß ich ja Bescheid, dass ich nach oben muss. Hier jetzt erstmal das Schild nicht zerschneiden und links. Dann, soll wahrscheinlich rechts sein. Wie vorher, also links. Aha. Jetzt. Ach, hör doch mal auf, Alter. Geh weg. Wie am Anfang, da wollten wir nach oben. So. Rechts. Sorry, Leute, für meine Huste, aber ich bin. Oh ja, ich habe ein bisschen Husten. Und oh Gott, und jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Ich hasse diese Geister. Wie auf dem vorletzten Schild. Okay, davor war. Nach oben? Links bin ich da gegangen. Oben. Jo. Okay. Links schon wieder. Okay. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts falsch gemacht. Wie vorher. Okay, dann links. Wie am Anfang, also nach oben. Ach, da habe ich es vorhin doch falsch gemacht. Jetzt weiß ich, dass ich nach rechts soll. Aber ich überprüfe es natürlich nochmal. Ja, rechts und jetzt nach oben. Dann haben wir es geschafft, denke ich. Jawohl. Ach Mann, ich habe Husten. Ich sollte stirben. Ich hasse euch. Ich hasse diese Viecher. Stirb. Jawohl, hat geklappt. Okay, wir sind anscheinend einen düsteren Friedhof gelandet. Habe ich ja schnell bemerkt. Oh Mann! Ich hasse die so sehr, Leute. Boah. Ich bin mit den Nerven am Ende, Alter. Okay, was steht denn hier? Okay, Schlüssel habe ich nicht. Oh, was sagt der gut? Ah, hier ist ein Haus. Oh Gott. Okay, wir kriegen erstmal Glücksfragment. Das kann schon mal nicht schlecht sein. Ist so Fragmente mit dir gefallen? Nein, aber was sagst du? Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss wohl der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit sein. Ich bin auch schon im Traum begegnet, da er dich gerufen hat. Muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schloss zum Friedhof. Schlüssel zum Friedhof erhalten. Öffne das Tor zum Friedhof. Ach, echt? Oh, Fragezeichen. Verdammt, jetzt hat uns so ein Rabe doch tatsächlich unseren Schlüssel geklaut. Diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof gerannt. Renn hinterher und hol uns den Schlüssel zurück.
Okay, zum Rennen benutze ich natürlich einen Pegasus-Stiefel. Oh Gott, ich brauche ein Licht. Ich brauche Licht. Na okay, ich halte jetzt erstmal mit Licht. So. Erstmal schauen, wie das... So, was sagst denn du Gutes? Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Wenn du zu langsam bist, du musst schnell sein, um den Schlüssel wieder zu bekommen. Okay, wo ist denn die Krähe gerade? Wo sehen wir sie? Ah, okay, anscheinend muss ich sie vielleicht mit einem Bogen abschießen. Verdammt, ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich so krank bin. Warte, sehe ich sie da? Warte. Ah, hab den Schlüssel. Dachte ich mir noch, dass ich den so hole. So. Schlüssel zum Friedhof halten, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir endlich wieder den Schlüssel und können zum Friedhof. Erstmal aufmachen. Ach, ich muss ihm wahrscheinlich den Boris geben. Ich mache das Tor auf, sei vorsichtig. Okay, er hat uns gewarnt, also sollten wir echt vorsichtig sein. Hier sind ein paar Gräber anscheinend. Und hier kann ich mich verdreifachen. Kann ich hier eigentlich irgendwas zur Seite schieben? Schauen wir mal. Ja, kann ich. Okay, dann schieben wir einfach mal jedes Grab zur Seite. Und schauen, ob irgendwas sich drunter verbirgt. Hier wird es sich wahrscheinlich sicher gehen. Ach, anscheinend doch nicht. Warte, ich mach mal hier die Lampe aus. Brauche ich ja eh nicht mehr. Okay, hier das Grab anscheinend. Oh Mann. Wie muss ich denn auf die zulaufen, damit die sich schieben? Okay, keine Ahnung. Was sagst denn du, Gutes? Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in der Stadt Hyrule. Da treibt er gerne Schabernack. Wie es ihm dort wohl ergeht? Das weiß ich nicht. Och, Mann. Nichts kann man zu dir zur Seite schieben. Auch nicht. Na los. Ups. So. Mann. Ich weiß ja nicht. Wenn sich da was verbirgt, will ich das natürlich haben, aber anscheinend kann man das nicht mal richtig wegschieben. Du, dich aber. Dich aber. Na los. Auch nicht. Hm. Wo finden wir da jetzt etwas? Dich? Ah, jawohl. Hat doch gesagt, ich finde eins, wo man es runterschieben kann. Und dort wartet ein Herzteil auf mich. Wo ich anscheinend mich sogar schon viermal verhandeln kann. Ich hoffe, dass einmal, das dreimal reicht. Ja, scheint das zu reichen. Und ein Herzteil. Und ein Herzteil noch, Leute. Dann haben wir ein neues. Und wir können jetzt die Strahlenattacke wieder ausführen. Das freut mich doch. Obwohl sie auch ziemlich langsam ist. So, hier kann man nichts vorschieben, beziehungsweise, ja, vorschieben. Ich muss mich hier durchmogeln. Und hier habe ich gerade zwei Muscheln gekriegt. Das ist doch eine akzeptable Menge, wenn ich mir so recht überlege. Und so. Okay, wie komme ich da jetzt durch? Yesa. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Da müssen wir uns aber erstmal beeilen. Tut mir leid, Leute, ich habe natürlich erstmal gescoutet, wie wir da durchkommen. Verdammt. So, jetzt aber. Na, los. Oh, puh. Das war knapp. Okay, jetzt aber. Puh. Jetzt. So. Und? Oh, es geht auf. Indem man genau drei Schalter gleich... Oh, oh. Es ist das Grab der Könige. Aber oh, es ist unheimlich, es ist trotzdem. Wir müssen wohl hingehen, um König Gustav zu treffen. Ich bin gar nicht mehr wichtig. Was laber ich, Leute? Ihr versteht bestimmt kein Wort. Ich habe jetzt gerade für mich selber gelesen. Hab gar nicht vergessen, dass ich gerade aufnehme. Verdammt, so. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Oh Gott. Okay, die kann man anfackeln. Das finde ich doch schon mal gut. Und dann werden sie zu kleinen, zahmen, harmlosen Zombies. Okay, harmlos jetzt nicht, aber wir können sie locker mit unserer Strahlenattacke ausschalten. Und kriegen den kleinen Schlüssel. Sehr schön. Puh, wir wurden zum Grab geführt. Also war dieser... Ich muss wieder lesen, ja, Leute. Also war dieser Gustav, den wir sahen, doch nicht. Huch. Oh nein, es ist so kalt hier. Okay. Hier brauche ich gerade keine. Ich denke mal, dass ich das benutzen muss. Beziehungsweise ich hoffe es. Und? Jo, war das Richtige. Okay, wir müssen eine Tür öffnen. Machen wir mal die in der Mitte gleich.
Okay, hier rechts. Oh. Okay, hier können wir uns anscheinend... Ah. Okay. Erstmal aufladen. Und dann müssen wir hier durchkommen. Hä? Ach, verdammt, ich Idiot. Was mache ich denn? Ich muss mich hier aufladen erstmal. So. Aber dort gehen wir erst drauf, wenn dieses Ding gerade wieder vor uns steht. Weil dann können wir dort locker, easy durch. Na los. Na los. So, jetzt. Denn jetzt sind wir immer ein bisschen hinter ihnen und es kann uns... Nein, verdammt, mein Bildschirm ist eingeschlafen. Nein, verdammt. Mann, sorry, Leute. Das passiert halt. Na los. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Wow, aua. Mann, wenn ich Schaden kriege, passiert es anscheinend auch. Das will ich aber noch schaffen, bevor ich den Part hier beende. So. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht, aber... Wir kommen hier bestimmt durch. So, jetzt. So. So. Oh, Leute, ich hasse es. Mann. Egal, wir schaffen das schon. So. Jetzt warten wir nochmal, bis der... gute Alte oder was auch immer für ein Teil kommt. Na los, komm runter. Na los, na komm. So, jetzt. Jetzt aber genau aufpassen. Oh, nicht so schnell. Oh, puh, hab's geschafft. So, alle drei. Juhu, wir haben den Schlüssel. So, jetzt brauchen wir auch unsere guten Freunde nicht mehr. Tschüss, Leute, ihr habt gute Arbeit erwiesen. Und werfen natürlich... den Schlüssel. Ach, hier können wir auch noch was machen anscheinend. Ah, hier müssen wir dann schnell sein. Und... Ah, verdammt. Was mache ich denn? So. So, jetzt warten wir erstmal, bis der andere kommt. Und... So, rauf da. Puh, nach rechts. Und in die Mitte. Oh, das war... Das fand ich jetzt aber echt einfacher als das davor. Und wir haben es sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis uns irgendjemand da wieder rüberbringt. So, da sind sie schon. Oh mein Gott, ich habe Husten. Ich bin so traurig. So, wir haben unsere zwei Schlüssel gesammelt. Da können wir hier gleich mal aufmachen und... Ah, au, au. Schlange, Schlange, eine Schlange, verdammt. Au, au. Aber ich wollte die eigentlich... Rechts daneben waren auch noch Schlösser. Die hätte ich jetzt auch gerne aufgemacht. Okay, hier kommt anscheinend jemand. Machen wir mal die vier Fackeln an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt so ein komischer Ritter kommt. Ich weiß es nicht. Okay, kein Ritter, aber Zombies, die wir einfach anfackeln können. Strahlenattacke können wir leider nicht mehr einsetzen. Aua, die schießen Energiekugeln auf uns. Verdammt. So. So, wir haben es durch. Und... Oh, hört ihr die Musik, Leute? Tja, um spannend zu machen, muss ich sie aber leider enttäuschen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Also dann, ciao, Leute.